Ja, wir hatten ein wirklich kurioses Jahr hinter uns und genau vor ungefähr 9 Monaten war es tatsächlich so, dass wir am 27. Februar unseren ersten Corona-Fall hier in der Kreisverwaltung hatten. Es war übrigens der erste Corona-Fall auch in ganz Rheinland-Pfalz. Wir waren sozusagen das Gesundheitsamt, das sich am ersten auch mit dieser Corona-Pandemie auseinandersetzen musste. Damals besuchte auch die zuständige Ministerin für das Gesundheitsministerium unser Gesundheitsamt als erstes, um sich über die Abläufe zu informieren. Und ab diesem Zeitpunkt war nichts mehr wie vorher. Denn wir haben das alle miterlebt dieses Jahr. Ein Jahr, in dem die Masken, der Abstand, das Desinfektionsmittel unseren Alltag dominiert und vor allem, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns jetzt einen Corona-Abstand definieren, das heißt doppelte Armlänge, 1,50 Meter Abstand, dass diese Masken unsere ständigen Begleiter sind. Und das war wirklich eine große Veränderung innerhalb unseres Alltags, aber auch in unserer Kreisverwaltung, in unseren Abläufen, in unseren ja, wöchentlichen Corona-Sitzungen, Schurfix, mit denen wir uns mit diesem Thema befasst hatten. Ja, und im Frühjahr war es dann so, dass wir natürlich innerhalb unseres Gesundheitsamtes verschiedene Abläufe implementiert hatten. Wir mussten uns mit der Indexpersonennachverfolgung auseinandersetzen, mit der Kontaktpersonennachverfolgung. Das war alles im Frühjahr noch einigermaßen zu handeln, als die Infektionszahlen überschaubar waren, dass wir täglich 2, 3 Fälle hinzubekamen, vielleicht in der Woche insgesamt 15. Das hat sich dann bis zum Frühjahr hin hochgeschaukelt und irgendwann war es dann soweit. Dann kam der Shutdown oder der Lockdown und wir hatten wirklich mit Situationen zu kämpfen, im Alltag auch wirtschaftliche Dinge zu bewältigen. Unsere Mittelständler, unsere Einzelhandelsunternehmen, alles wurde runtergefahren. Und innerhalb unseres Gesundheitsamtes mussten wir dann auch Personal verstärken, nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern wir werden heute auch von der Bundeswehr unterstützt, die sogenannten RKI-Scouts unterstützen uns. Wir erhalten Unterstützung auch aus der Stadtverwaltung, den Verbandsgemeinden. Ehrenamtliche unterstützen uns. Und in diesem Zeitraum war es vonnöten, dass wir insbesondere auch unser Testzentrum hochfuhren. Eine wichtige Einrichtung, um die Abstriche vorzunehmen, um eben ausreichende Ressourcen vorzuhalten, um die jeweiligen Tests dann auch zu erhalten. Wir kooperieren hier mit einem Labor in Kaiserslautern, das uns dann täglich die Testergebnisse übermittelt. Die mussten am Anfang händisch dann in die Systeme eingetragen werden, in die Software, Computer, ein spezielles Corona-Programm übertragen werden. Das war alles sehr aufwendig. Mittlerweile sind wir da digitaler unterwegs. Wir haben die Dinge optimiert. Aufgrund des Anstiegs der Zahlen mussten wir gewisse Abläufe dann auch digitalisieren. Wir können mittlerweile die Ergebnisse digital abrufen. Das war am Anfang nicht der Fall. Und im Testzentrum hatten wir dann in Spitzenzeiten teilweise tägliche Abstrichzahlen von über 100. Da musste teilweise unser Personal Überstunden leisten. Wir haben einen hervorragenden Koordinator im Testzentrum, der das Ganze überwacht, der diese Dinge auch einspielt. Und zu Beginn der Pandemie war es wichtig, dass wir uns immer permanent auf dieses dynamische Pandemiegeschehen einstellen mussten. Wir hatten fast wöchentlich neue Verfügungen zu erlassen. Es gab jeweils vom Land, vom Gesundheitsministerium eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung. Mittlerweile ist die 14. in Kraft. Allein die Zahl dokumentiert schon, wie dynamisch dieses Geschehen war. Wir mussten viele Dinge lernen, auch von der Entwicklung dieses Virus und vor allem
wie verhält sich das Infektionsgeschehen in bestimmten Bevölkerungsbereichen. Wir hatten in einigen Branchen dann Ausbrüche, in der Fleischindustrie, in verschiedenen Schulen, in Einrichtungen, in alten Pflegeheimen. All diese Dinge mussten wir dann mit Besucherstopps versehen. Wir mussten spezielle Testverfahren entwickeln und mittlerweile gibt es ja den Schnelltest. Wir haben also ein unheimlich wandelndes, dynamisches Geschehen zu verkraften und all die Dinge führten letztendlich dazu, dass wir mitunter in unserem Gesundheitsamt bis zu 40 Leute zusätzlich verstärken mussten, um diese hohen Infektionszahlen zu bewältigen. Im Oktober dieses Jahres war es dann soweit, dass wir einen Spitzenstand von den Infektionszahlen zu verkraften hatten. Wir hatten allein im Oktober 1000 neue Infektionen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ein Indexfall in der Regel immer wieder 15 bis 20 Kontakte hat, die wir nachverfolgen müssen, dann kamen wir allein im Oktober auf über 20.000 Kontaktpersonen nachverfolgen, die wir mit unserem Personal bewältigen mussten. Und spätestens dann mussten wir eine sogenannte Systemänderung vornehmen. Wir hatten dann einen Strategiewechsel vollzogen. Das hat sich auch mittlerweile in den verschiedenen Corona-Bekämpfungsverordnungen. Es gibt mittlerweile eine sogenannte Absonderungsverordnung, dass man beispielsweise die Quarantäneverfügungen nicht mehr schriftlich erlässt, sondern automatisch dann jede Indexperson sich freiwillig oder selbstständig in Quarantäne begibt. Diese Dinge haben sich unheimlich dynamisch verhalten und da mussten wir alle lernen und ich denke, insgesamt haben wir das in unserem Landkreis natürlich mit unserem Gesundheitsamt, mit unserem Testzentren in Schwedelbach und am Warmfreibad in Kaiserslautern gut gestemmt bekommen und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin im Griff halten. Die Zahlen im Oktober dieser nie dagewesenen Humaninfektionskrise, die führten letztendlich dazu, dass man zu einer Entscheidung kommen musste. Das heißt, von der politischen Seite, Bund, Länder, Regierung, es finden ja immer entsprechende Beschlüsse mit der Bundeskanzlerin und unseren Ministerpräsidenten dann statt. Und man hat dann letztendlich im November entschieden, nach den hohen Infektionen im Oktober einen Teil-Lockdown zu beschließen und in der Hoffnung, dass sich die Zahlen wieder nach unten bewegen. Aber viele Epidemiologen hatten auch prophezeit, dass man in der zweiten Welle immer mit höheren, gravierenderen Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen hat. Das hat sich jetzt bestätigt und wir haben gemerkt, dass insbesondere im privaten Bereich, dass in den Familien, auch in teilweise bestimmten Bereichen sich eben nicht so an die Ausgangsbeschränkungen, an die Hygienebestimmungen und vor allem an die Abstandsregeln gehalten wurde. Und deshalb haben wir diesen Teil-Lockdown dann auch letztendlich umgesetzt. Es ist allerdings so, der Erfolg blieb aus und jetzt kam es zu dem harten Lockdown im Dezember. Meines Erachtens auch dringend erforderlich vor den Weihnachtsferien, dass man hier auch im schulischen Bereich reagiert, dass man hier wirklich die Handbremse zieht und ich hoffe nur, dass wir die Zahlen wieder in Richtung der Inzidenz von 50 Neufällen auf die letzten 7 Tage gerechnet hinbekommen, denn das ist genau der Wert, der uns im Gesundheitsamt in die Lage versetzt, dass wir auch alle Kontaktpersonen nachverfolgen können. Bei uns im Landkreis hatten wir keine besonderen Auffälligkeiten in bestimmten Branchen, sondern wir hatten verschiedene Ausbrüche, insbesondere in 2 Altenheimen. Das war insofern kontrollierbar, dass die Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb dieses Altenheims
ja ohnehin quarantänisiert sind. Das heißt, wir haben hier keine Gefahr, dass sich diese Infektion auf die Bevölkerung überträgt. Aber sie wurden durch Personal, durch Besucherinnen und Besucher in diese Altenheime eingeschleppt und dann auch möglicherweise wieder in die Bevölkerung rausgetragen. Und insofern muss man aufpassen, dass man hier in den Bereichen dann die nötigen Vorkehrungen trifft. Das haben wir gemacht. Wir haben auch bewusst mit verschiedenen Religionsgemeinschaften Gespräche geführt. Auch da haben wir ein vermehrtes Infektionsgeschehen registriert und diese Dinge haben wir angesprochen. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft die Nachhaltigkeit zeigt, die wir uns erhoffen. Viele Bereiche an Ausbrüchen haben wir, wie gesagt, im familiären Bereich zu verzeichnen. Und es war allerdings alles in der Summe für uns von Seiten des Gesundheitsamtes noch kontrollierbar und überschaubar. Und ich sah mich deshalb bislang noch nicht veranlasst, über die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes hinaus weitergehende Einschränkungen hier zu verordnen. Von daher hoffe ich jetzt, dass mit dem harten Lockdown die Zahlen nach unten gehen, dass wir über Weihnachten und Silvester uns an die Vorgaben halten, dass wir die Kontaktbeschränkungen auch im engsten Familienkreis, in der Kernfamilie einhalten. Und vielleicht an der Stelle noch ein Appell von meiner Seite. Es herrscht ja und es wurde ja ein landesweites und bundesweites Feuerwerksverbot verordnet, dass man sich auch daran hält und Feuerwerksverkaufsverbot verordnet. Aber streng genommen dürfte man nach der Corona-Bekämpfungsverordnung die alten Böller und Kracher, die man noch im Keller hat oder im Regal hat zu Hause, die dürfte man noch abzünden. Aber auch da rate ich davon ab, denn unser Gesundheitssystem, unsere Rettungsdienste, unsere Notärzte sind im Moment mit der Pandemie so gefordert, dass man diese Dinge nicht noch herausfordern muss. Ich appelliere hier an der Stelle, nutzen wir die Zeit am Jahresende im Kreise unserer Liebsten und denken an die, die vielleicht mit der Pandemie zu kämpfen haben. Und es gibt andere Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, Anrufe, WhatsApp, soziale Medien, auch da kann man Verbindungen schaffen. Aber bitte in dem erforderlichen Umfang, im engsten Familienkreis. Und dann erhoffe ich mir, dass wir die Zahlen auch tatsächlich nach unten kriegen. Ja, die Corona-Pandemie hat ja uns auch gefordert im Schulbereich, im Kita-Bereich. Das sind Einrichtungen, für die wir insbesondere auch für insgesamt 5 Schulen Schulträger sind. Und dort fordert uns die Pandemie natürlich als Schulträger heraus. Wir haben viele Unterstützungsleistungen bereits auf den Weg gebracht, über 300 Tablets ausgegeben für die geteilte Beschulung, das heißt Fernunterricht oder Homeschooling und Präsenzunterricht. Das war ja ein Modell, das wir über Sommer zum Teil nach dem ersten Lockdown gefahren hatten. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, dass man die Präsenzbeschulung wieder hatte und jetzt ist es ja so, dass ab 16.12. von dem Präsenzunterricht wieder Abstand genommen wird, dass man dann nur noch Notbetreuungen sicherstellt. Auch das muss organisiert werden. Wir haben das Lüftungsproblem oder die Notwendigkeit, die Schulsäle zu belüften. Hier sind wir bei unseren Kreisschulen in der glücklichen Lage, dass wir hier überall an unseren Schulen die Möglichkeit haben, ausreichend zu belüften. Das heißt, man muss ja innerhalb einer Stunde einen gewissen Luftaustausch im Schulsaal erreichen, wenn man alle Fenster öffnet. Das ist in all unseren Schulen jedenfalls möglich. Trotzdem haben wir auch in den Schulen unsere Schulträger, unsere Schulleitungen die Möglichkeit angeboten, dass wir sogenannte CO2-Wächter zur Verfügung
Verfügung stellen. Das heißt, hier wird ein Gerät im Schulsaal aufgestellt, das eben bei einer gewissen CO2-Belastung A an das Lüften erinnert und B optische Signale und auch akustische Signale sendet, dass man jetzt die Fenster öffnen muss. Natürlich ist das ein Problem für Lehrer, für die Schüler, für auch viele Eltern. Dafür haben wir natürlich Verständnis, aber es ist immer ein Kompromiss, wenn man den Präsenzunterricht anbietet. Und das ist der Wille unserer Landesregierung, das bis dato zu tun. Und deshalb hätte ich mir schon gewünscht, aus Sicht des Gesundheitsamtes, dass man hier ein bisschen früher und flexibler auf die Beschulungsform reagiert hätte. Andere Bundesländer haben das zum Teil gemacht. In Rheinland-Pfalz hat man hier bis zum 15.12. jetzt daran festgehalten. Und ich erhoffe mir natürlich über den Jahreswechsel, dass wir auch in dem Bereich wieder zu mehr Normalität zurückfinden. Also zum Thema öffentlicher Personennahverkehr haben wir natürlich verschiedene Beförderungssysteme, auch bei uns im Landkreis Kaiserslautern. Wir haben die Zugverbindungen, wir haben die Bürgerbusse fahren, wir haben auch im schulischen und im Kita-Bereich natürlich unsere Schüler- und Kita-Busse. Bei uns im Kreis ist es so, dass wir verpflichtend im öffentlichen Personennahverkehr befördern müssen. Das heißt, wir müssen integriert befördern. Das heißt, es gibt keine reinen Schulbusse. Insofern gibt das Schulgesetz uns das so vor, denn wir sind hier im ländlichen Bereich. Wir halten aufgrund der Vernetzung der jeweiligen Angebotsformen, das heißt die Schiene und die Busse, eine ausreichende Sicherstellung der Transporte über den ÖPNV vor. Insofern sind wir nach Schulgesetz verpflichtet, integriert zu befördern. Das heißt, jeder Schulbus, jeder öffentliche Personennahverkehrbus ist mit einer gewissen Anzahl an Sitzplätzen und Stehplätzen ausgewiesen. Das kann man sehr, sehr schön sehen, wenn man in einen Bus einsteigt, ist vorne neben dem Fahrer oben klar angeschrieben, so viele Sitzplätze und so viele Stehplätze sind in dem Bus vorzuhalten. Und deshalb können wir als Schulwegbeförderer nicht darüber diskutieren, ob der Bus weniger Kapazitäten aufnehmen darf. Das ist gesetzlich vorgegeben. Danach sind alle Schulbusse kalkuliert bei uns. Und zudem haben wir in dieser Corona-Pandemie 10 weitere Verstärkerbusse im Landkreis Kaiserslautern eingesetzt. Ich kann aber viele Bedenken der Eltern, auch der Kinder, verstehen, dass das trotz dieser 10 weiteren Busse immer noch eine beengte Situation darstellt. Und deshalb kann ich nur jedem Schüler und jeder Schülerin raten, diese Masken auch pflichtgemäß und zum Eigenschutz zu tragen. Denn das ist der beste Schutz auch bei Situationen, in denen man den Mindestabstand eben unterschreitet. Das ist im Übrigen auch im Schulbetrieb ein probates und sicheres Mittel, sich selbst zu schützen. Und es gibt natürlich verschiedene Qualitätsstufen in diesen Masken, von der Alltagsmaske eben über diese sogenannten FFP2-Masken, die eben den Eigen- und Fremdschutz gewährleisten. Und deshalb muss man hier auch in dem Bereich an die Eigenverantwortung appellieren. Aber ich höre das immer wieder, dass der Kreis hier mehr machen sollte. Aber es gibt hier eben gesetzliche Schranken, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Und nochmal, der Kreis darf und kann nicht eigene Schülerbusse nur für Schüler in Bewegung setzen. Da würde unsere Aufsichtsbehörde und auch das Schulgesetz dagegen sprechen. Unser Impfzentrum ist heute fertiggestellt worden. Das heißt, wir müssen jetzt noch den Probelauf absolvieren und dann kann es dann losgehen, wenn denn der Impfstoff bereitsteht. Und das ist im Moment die große Frage, wann kommt der Impfstoff? Und ich möchte an der Stelle aber nochmal meinen ganz besonderen Dank all denen aussprechen, die zum Aufbau, zur Organisation und insgesamt zu der
Situation auf dem Werksgelände der Firma Opel beigetragen haben. Das waren zunächst mal unsere Impfkoordinatoren, Tobias Metzger und Herr Strottmann von der Stadt Kaiserslautern. Die beiden organisieren uns im Moment den Aufbau und die Ablauforganisation in dem gemeinsamen Impfzentrum in der Stadt Kaiserslautern. Die Adam Opel GmbH hat hier uns eine Werkshalle K1 zur Verfügung gestellt, die uns hervorragende Infrastrukturen bereithält. Wir haben sogar die Möglichkeit, innerhalb dieser Halle bis zu 6 Impfstraßen weiter auszubauen. Da müssen wir mal abwarten, wie die Impfbedarfe sich entwickeln, wie der Impfstoff uns bereitgestellt wird und vor allem, wie die Bevölkerung dann auch diese Impfungen annimmt. Diese Impfabläufe sollen ja in gewissen Phasen erfolgen und im Moment ist es so, dass wir uns zunächst bis zum Jahresende, das ist so die Planung im Moment, dass möglicherweise ab 27. Dezember der erste Impfstoff bereitstehen wird. Und da gehen wir ja nach einer gewissen Priorisierung vor. Die Ständige Impfkommission hat hier Prioritäten gesetzt bezüglich der vulnerablen Gruppen. Das heißt, es werden die ältere Generation in den alten Pflegeheimen, in den Altenheimen zunächst bevorzugt geimpft mit sogenannten mobilen Impfteams. Wir werden diese Impfstoffe, die müssen ja aus 2 Komponenten aufbereitet werden von Apothekerpersonal oder eben Personal, das sich damit auskennt. Diese 2 Komponenten müssen zubereitet werden. Der Impfstoff wird aufgezogen und dann verabreicht in den Oberarm und die mobilen Impfteams werden sich dann in Gang setzen, kriegen den Impfstoff bei uns im Impfzentrum. Die mobilen Impfteams erhalten ihre Terminkoordination dann auch über eine zentrale Stelle. Damit haben wir nichts zu tun. Wir geben hier in Kaiserslautern nur den Impfstoff an diese Teams ab und die werden dann sukzessive die alten Heime zunächst mal bis zum Jahresende dann bevorzugt durchimpfen. Im neuen Jahr ist es dann so vorgesehen, dass das Impfzentrum voraussichtlich am 4. Januar dann in Betrieb geht für die Bevölkerung. Zunächst für die ältere Bevölkerung über 80 und dann für die sogenannten Risikopatienten. Und in der zweiten Phase ist es dann so, dass weitere sogenannte systemrelevanten Personen der Daseinsvorsorge an die Reihe kommen. Und in der dritten Phase, so ist dann vorgesehen, dass dann die niedergelassenen Ärzte die normale Bevölkerung dann impfen. Wie sich das Ganze entwickelt, das müssen wir mal sehen, wie es angenommen wird. Wir haben im Moment auf jeden Fall 2 komplette Impfstraßen bereitgestellt. Die Innenausstattung ist sehr gut organisiert. Wir haben hier über Messeausstatter und Kooperationsfirmen, Dienstleister diese Sache organisiert. Das Impfzentrum ist übrigens auch Tag und Nacht bewacht über einen Security-Dienst. Wir kooperieren hier auch mit IKEA, die ja direkt in der Nachbarschaft hier uns die Parkplätze bereitstellt, unterstützen uns auch im Übrigen im Catering mit unserem Personal. Das läuft hervorragend, hat auch den Innenbereich unseres Impfzentrums ein bisschen aufgehübscht mit schönen Pflanzen. Das also auch hier ein herzliches Dankeschön an Opel und an IKEA für die hervorragende Unterstützung. Und ich bin guter Dinge, dass wir unserem Auftrag, die Bevölkerung in unserem Impfzentrum durchzuimpfen, gerecht werden. Wir bekommen, was die Ärzte und das medizinische Fachpersonal anbelangt, über einen sogenannten Personalpool des Landes, über die Kassenärztliche Vereinigung, hoffentlich genügend Personal bereitgestellt. Im Moment ist es so in unserem Impfzentrum, dass wir bereits über ca. 150 Ärzte sich gemeldet haben, die wir dann natürlich über unsere beiden Impfzentrumskoordinatoren in einen Dienstplan bringen müssen.
Das Impfzentrum wird Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein. Und in diesem Zeitrahmen müssen natürlich die Dienste besetzt werden. Wir haben zahlreiches Büropersonal auch vorgehalten, die die Impfpässe dann ausstellen, die die Aufnahme und die Austragung vornehmen, die die Eingangspersonalien kontrollieren. All das muss gestellt werden, haben wir bereits alles veranlasst, steht pünktlich zum Beginn bereit und dann für die Impfprozesse als solches ist es ja so, dass man zunächst die Erstimpfung erhält, immer von dem jeweiligen einen Impfstoff und dann innerhalb einer Zeit von circa 3 bis 5 Wochen dann die Zweitimpfung erhält. Auch das wird über ein Portal des Landes zentral gesteuert, die Terminvergabe, und auch überwacht, dass man genau innerhalb dieser Zeit dann seine Zweitimpfung erhält, damit die Erstimpfung letztlich innerhalb dieses Zeitkorridors nicht verpufft. Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn es hier immer wieder zu Aufrufen kommt, einer Bewegung, die ich jetzt nicht näher mit Namen bezeichnen will, aber die eben zu den Maskenverweigerern gehört, die diese Pandemie in Frage stellen, die sogar die Politik dafür verantwortlich machen, dass man diese Dinge in die Welt setzt. Und ich kann nur davon berichten, und wenn man sich mal eine Intensivstation angeschaut hat, wenn man tagtäglich wie ich über die Zahlenentwicklungen berichten muss, dass ich tagtäglich zurzeit leider auch Todesfälle verkünden muss, dann verstehe ich absolut nicht, inwiefern man diese Dinge in Frage stellt. Von daher meine große Bitte, sich an diese Vorgaben zu halten. Wir tun alles dafür mit Ihnen gemeinsam, und der überwiegende Teil der Bevölkerung verhält sich hier sehr verantwortungsbewusst, hält sich an die Regeln, und ich glaube, wir haben da auch eine breite Zustimmung innerhalb der Bevölkerung, dass dieser Lockdown jetzt dringend erforderlich ist, um weiteren Schaden von unseren Mitmenschen, insbesondere von den Risikopersonen, auch abzuhalten. Deshalb bitte halten Sie sich daran. Ich hoffe natürlich, dass wir ein Stück weit Normalität über das Jahr 2021 zurückgewinnen können, dass der Impfstoff, die Impfstoffbereitstellung und auch die Durchimpfung und die Immunisierung innerhalb der Bevölkerung mit dazu beiträgt, dass wir diese Pandemie hinter uns lassen können. Es wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen und auch wohl noch dauerhaft mit gewissen Einschränkungen müssen wir uns abfinden, aber dennoch verlassen und verlieren Sie nicht Ihre Zuversicht. Handeln Sie weiterhin verantwortungsvoll, und dann bin ich sicher, dass wir das gemeinsam meistern.